Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute gibt es ein Macaron-Grundrezept. Das habt ihr ja neulich schon auf Galileo gesehen. Heute gibt es ein ausführliches Rezept von mir und ich zeige euch, wie ihr ganz ohne Backmischung arbeiten könnt. Ein Macaron-Grundrezept habe ich schon vor einigen Jahren gemacht, aber mittlerweile habe ich da, glaube ich, den Dreh raus und kann euch noch ein paar gute und hilfreiche Tipps dazu geben und zeige euch hier mal die Zutaten. Fürs Grundrezept nehme ich 100 Gramm blanchierte und gemahlene Mandeln, 120 Gramm Puderzucker, 70 Gramm Eiweiß, eine Prise Salz, 30 Gramm Zucker und etwas Lebensmittelfarbpaste. Wichtig ist wirklich, dass ihr hier schon bereits gemahlene Mandeln nehmt, kein Mandelmehl, da fehlt einfach das Fett. Und die Mandeln sollten vorher wirklich blanchiert sein, die bekommt ihr so zu kaufen. Ich habe es auch schon probiert, die Mandeln selbst zu blanchieren und dann zu mahlen, aber dann sind sie einfach noch zu fettig und deswegen ist die trockenere Konsistenz hier auf jeden Fall besser. Wichtig ist auch, dass das Eiweiß nicht ganz frisch ist, also am besten wirklich schon ein paar Tage alt. Und wenn ihr wisst, ich möchte am Freitag Macarons backen, könnt ihr wirklich schon montags die Eier trennen und dann das Eiweiß abdecken und im Kühlschrank nochmal stehen lassen, wirklich bis zu 5 Tage, dann klappt es nämlich noch besser. Also mit ganz frischen Eiern bitte nicht arbeiten. Das erste, was ihr jetzt machen müsst, ist Mandeln und Puderzucker nochmal zusammen mixen, damit es einfach richtig schön fein wird. Und wenn ihr keinen Mixer habt, lasst ihr den Schritt weg und siebt das Ganze nur. Ich mache das mal eben im Mixer. Jetzt ist die Mandelpuderzuckermasse schön fein und wird jetzt noch gesiebt, damit einfach diese letzten Klümpchen hier verschwinden. Und wenn ihr wisst, dass ihr öfter mal Macarons herstellt, dann könnt ihr euch eure eigene Backmischung machen. Macht einfach hiervon die 5-, 6-, 7-fache Menge, füllt es in ein Glas ab oder in ein verschlossenes Gefäß und dann habt ihr es einfach immer schon parat und habt nicht jedes Mal die Mixarbeit und das ganze Sieben. Ich siebe das jetzt hier mit dem Siebaufsatz von der KitchenAid, aber ihr könnt auch einfach ein Haarsieb benutzen. Wenn es ab und zu übrigens nicht durchläuft, könnt ihr folgenden Trick machen. Einfach kurz verschließen und wieder öffnen und dann fallen alle Mandeln mit dem Puderzucker schön runter. Der erste wichtige Schritt ist jetzt getan und jetzt ist ganz wichtig, dass die Schüssel gewechselt wird und ihr jetzt eine saubere und fettfreie Schüssel nehmt für das Eiweiß. Jetzt gebe ich hier das Eiweiß rein. Ein Handrührgerät geht natürlich auch. Das könnt ihr auch benutzen. Dann etwas Salz. Und jetzt kurz steif schlagen. Und dann hier langsam den Zucker dazugeben. Und nochmal für weitere 2 bis 3 Minuten rühren. Jetzt ist der Eischnee schön fest und das ist auch die Stelle, an der jetzt die Lebensmittelfarbe dazukommt, falls ihr die Macarons gefärbt haben wollt. Und da nehmt ihr jetzt am besten Lebensmittelfarbpasten. Keine flüssigen Farben, kein Pulver, am besten wirklich Farbpaste, denn da verändert sich die Konsistenz der Masse jetzt nicht. Jetzt habe ich hier die gefärbte Masse. Die Farbe wird übrigens intensiver, wenn die Macarons dann gebacken werden. Und nehme jetzt hier die Mandelmischung. Erstmal nur etwa ein Drittel. Vorsichtig unterheben. Wirklich schön von außen nach innen falten. So ein bisschen unterheben. Dann nochmal die Hälfte vom Rest dazugeben. Und den Rest dann auch nochmal vorsichtig unterheben. Da darf jetzt einfach nicht zu stark gerührt werden, aber trotzdem muss alles eine schöne homogene Masse ergeben. Und von der Konsistenz her ist jetzt die Macaronmasse sehr dickflüssig. Und ihr müsst mal schauen, die muss an einem Faden runterfließen. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Teigschaber hochziehe, dann muss ich eine kleine Acht formen können, ohne dass sie abreißt. Und an dem Punkt dann einfach nicht mehr weiter rühren. Musik
Bisher brauchte man kein besonderes Werkzeug außer ein Handrührgerät und ein Sieb und einen Teigschaber. Jetzt braucht ihr auf jeden Fall einen Spritzbeutel. Und da fülle ich jetzt die Masse ein. Und hier unten habe ich am Spritzbeutel eine Lochthülle dran. Und jetzt nehmt ihr euch entweder eine Schablone, eine Vorlage, die gibt es bei mir zum Ausdrucken. Und zwar habe ich jetzt hier lauter kleine Kreise mit 3,5 cm Durchmesser. Wenn ihr keinen Drucker habt, dann könnt ihr euch die Schablone einfach selbst herstellen und hier jetzt schön aufspritzen. Freihand könnt ihr es auch machen, per Augenmaß, aber ich mache es immer ganz gerne mit Vorlage. Jetzt setze ich hier an und kurz bevor ich die 3,5 cm erreiche, setze ich ab, denn die Masse legt sich ja noch ein bisschen. Und so habt ihr auch den Vorteil, dass ihr die Schablone einfach immer wieder benutzen könnt. Jetzt ziehe ich das Backpapier auf mein Backblech und muss jetzt ein paar Mal das Backblech auf die Oberfläche klopfen, damit die Luft entweichen kann und die Macarons schön flach werden. Perfekt. Und jetzt müssen sie an der Oberfläche erst einmal trocknen, damit sie im Backofen später dann diese Füßchen bekommen beim Hochbacken. Also lasse ich sie jetzt entweder bei Raumtemperatur etwa 40 bis 45 Minuten stehen oder ich kann das Ganze beschleunigen und packe sie jetzt einfach hier hinten in den Dörrautomaten. Da kann ich nämlich den Vorgang beschleunigen. Der Dörrautomat zieht nämlich die Feuchtigkeit aus den Macarons raus und ich spare mir etwa die Hälfte der Zeit. Aber hier mache ich jetzt noch zwei drauf, die passen noch drauf. Wenn die Macarons dann angetrocknet sind, sehen sie so aus. Man kann dann wirklich mit dem Finger auf der Oberfläche so ein bisschen drüber streichen und merkt dann auch, die Oberfläche verzieht sich nicht mehr, geht nicht kaputt. Und so dürfen sie dann in den Backofen bei 130 Grad Heißluft. Ich backe sie bei Heißluft, damit sie einfach schön ihre Farbe behalten, nicht braun werden, die Luft zirkuliert richtig schön gleichmäßig und dann bekommen sie diese typischen Füßchen. Je nach Raumtemperatur und je nach Feuchtigkeit in der Küche oder im Wohnraum kann es einfach sein, dass sie länger oder eben etwas kürzer trocknen müssen. Da müsst ihr einfach den Oberflächentest machen. Die ersten Macarons sind jetzt bei mir schon im Backofen. Die hier kommen jetzt hier drüben rein. Ihr könnt auch gerne zwei Bleche gleichzeitig backen. Vor allem bei Heißluft hat man halt echt den Vorteil. Und ich habe jetzt hier beide Geräte von Bosch. Der hier ist allerdings mit Dampffunktion und der mit Mikrowelle. Also es kann wirklich sein, je nach Backofen, dass ihr mal länger oder kürzer backen müsst. Und bei dem Backofen hier ist es so, da öffne ich einmal die Backofentür, lasse die Feuchtigkeit entweichen, denn der hat natürlich eine ganz starke Dichtung, weil es eben eine Dampffunktion hat. Und der hier ist mit Mikrowelle, da muss ich es nicht machen, aber wie gesagt, kann auch hier die Backzeit so ein bisschen variieren und ich zeige euch gleich, wann ihr erkennen könnt, ob die Macarons fertig sind. So, die sind schon fast fertig, die Oberfläche ist fest, aber sie lassen sich noch nicht vom Blech runternehmen, also noch ein, zwei Minuten und dann sind die auch gut. Nach dem Backen sehen die Macarons jetzt so aus. So finde ich sie wirklich perfekt. Die haben eine schöne glänzende Oberfläche, haben diese Füßchen und wenn ihr sie komplett abkühlen lasst, lassen sie sich auch perfekt vom Backpapier ablösen. Es gibt aber auch welche, die bei mir nicht ganz so schön geworden sind. Zum einen liegt es daran, dass ich zum Beispiel hier bei den gelben die Mandeln und die Puderzuckermasse nicht so ganz fein gemahlen habe. Da habe ich ein bisschen, da war ich ein bisschen zu schnell und deswegen sind die hier auch an der Oberfläche nicht so schön glatt und glänzend. Das ist ein Grund.
Aber ich muss sagen, gerissen sind bei mir keine. Das heißt, ihr müsst wirklich diese Wartezeit wirklich auch gut abwarten und die Oberfläche gut trocknen lassen. Dann steigen sie schön hoch und es gibt Füßchen und eben keine Risse. Und hier zum Beispiel sieht man, dass die Mandelmasse einfach noch ein bisschen zu fest war. Das heißt, dieser kleine Spritzer hier oben, dieser kleine, kann man da sagen, Nippel hier oben? Kann man, glaube ich, egal. Der hat sich nicht ganz geglättet, weil es einfach noch zu unterrührt war. Da hätte ich wahrscheinlich noch 2-3 Mal rühren müssen. Also das sind so kleine Fehlerchen, die passieren können. Schlimm ist es nicht, aber ihr seht, wenn ihr sie perfekt macht, dann haben sie eine schöne glänzende Oberfläche und die Füßchen. Diese Schalen könnt ihr jetzt bis zu 2 Wochen einfach bei Raumtemperatur luftdicht verschlossen aufbewahren und dann einfach beliebig füllen. Mit einer Ganache, mit einer fruchtigen Buttercreme, mit einer schokoladigen Buttercreme. Ihr könnt da wirklich mal nach meinen Basics schauen. Marmelade könnt ihr ganz gut einfüllen. Und dann müsst ihr sie aber gefüllt erstmal eine Nacht stehen lassen im Kühlschrank, damit sie schön durchweichen. Und dann sind die Macarons außen nämlich knusprig, innen weich und wirklich schön durchgezogen. Gefüllte Macarons lassen sich so etwa 3 bis 4 Tage halten, je nachdem was für eine Füllung. Auf jeden Fall gekühlt und ungefüllt könnt ihr sie auf jeden Fall 2 Wochen so bei Raumtemperatur lagern oder eben auch einfrieren. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt alle Fragen beantworten. Ich mache demnächst noch ein Video zu Rainbow Macarons und 7 verschiedenen Füllungen. Das könnt ihr euch auf jeden Fall auch anschauen und ansonsten wirklich auf meinem Blog vorbeischauen. Und schreibt mir gerne, welche Macarons ihr als nächstes sehen möchtet. Also viel Spaß beim Nachbacken und bis zum nächsten Mal. Tschüss!